Jetzt würde ich euch gerne mal die finale Kinematik erklären, was wir uns da im Detail gedacht haben und was es wirklich vielversprechend aussehen lässt. Also erstens, unseren Anti-Rise-Wert. Das Rad steht jetzt bei 30% im Sack. Also so, wie man es belastet hat, wenn man drauf sitzt und fährt. Das ist immer das, was relevant ist. Also der Sack-Bereich hat es einen 85%igen Anti-Rise, das heißt, wir gucken uns erstmal nur diese Anti-Rise-Linie an und gucken auch mal, wie verhält die sich über dem Federweg. Ne? Also ist hier sehr stabil und hier auch sehr stabil. Also es bewegt sich so gut wie gar nicht. Das haben wir eingestellt gekriegt. Also das heißt, man sieht, die Geometrie ist sehr stabil und es lässt sich sehr gut vorausschauen, wie sich das Fahrrad verhält. So, als nächstes können wir uns den Anti-Squat-Wert angucken. Also der Anti-Squat setzt relativ hoch an, das ist aber nicht schlimm, weil uns wieder in erster Linie erstmal ist die Gabel gerade ausgefedert. Das heißt, der Anti-Squat-Wert setzt eigentlich sogar noch höher an. Aber wenn wir jetzt sagen, wir gucken uns an, wo sind wir da? 30% Sack, dann liegt der Anti-Squat bei 125,3%. Und zwar ist der gangabhängig, unser Anti-Squat. Wenn wir jetzt runterschalten, wird der Anti-Squat ein bisschen kleiner. 36er, der Anti-Squat wird ein bisschen kleiner. 24er, der Anti-Squat wird wieder kleiner. 14er, der Anti-Squat geht nah an die 100. Und 10, 10er Ritzel, der Anti-Squat ist bei 100. Und warum ist das toll? Das bedeutet, du hast viel Support beim Klettern und gar keinen Pedalrückschlag in den Bergabgängen. Und das ist wirklich was, was das Rad besonders gut performen lassen wird. Was halt noch interessant ist, das haben wir auch schon im Vorfeld erklärt, die verschiedenen Kettenblattgrößen. Ich gehe jetzt mal auf den mittleren Gangbereich, irgendwie beispielhaft 21er. Okay, und jetzt haben wir das Kettenblatt, das ist jetzt hier auf dem 34er eingestellt, ist für einen 29er natürlich auch mächtig, Ansage. An all die Athleten, die das können. Respekt. Aber sag mal, du bist jetzt normaler Fahrer, 30er Kettenblatt, 29er, also ich glaube, ich würde auch nicht mehr wegtreten können. Jetzt gucken wir uns das an und der Anti-Squat-Wert, der bleibt relativ konstant. Das heißt, der geht 3% nach oben. Wenn man das bei einem anderen klassischen Fahrrad machen würde, ohne Umlenkrolle, dann würde das ungefähr 10% nach oben springen. Und das ist dann schon spürbar. Das, was wir jetzt hier haben, das ist halt eben kaum spürbar. Dass, wenn man das noch ein bisschen weiter runter macht, dann geht er nochmal einen kleinen Schritt nach oben hier. Aber es ist sehr in einem sehr kleinen Rahmen. Und warum ist das so? Normalerweise sollte das es noch weniger beeinflussen. Aber unsere Umlenkrolle, die haben wir am Hinterbau befestigt. Warum haben wir die am Hinterbau befestigt? Im Prinzip, erstmal ist es von der Konstruktion einfacher und sinnvoller. Und zweitens konnten wir darüber den Anti-Squat-Verlauf über den gesamten Federweg besser steuern. Und zwar wollten wir, dass der Anti-Squat abfällt nach dem Sackbereich, aber nicht zu schnell abfällt. Und wenn man sich jetzt anguckt, was passiert, du fährst jetzt und fährst, hast einen Schlag, boom, die Kurbel geht ein bisschen nach oben. Jetzt ist der Anti-Squat aber schon unter 100%. Das heißt, wenn du jetzt einen Durchschlag hast und komplett durch den Federweg rauscht, passiert an der Kurbel effektiv nichts mehr. Dämpferprogression ist im Prinzip nochmal ein anderes Thema. Können wir aber auch mal ganz kurz reinschauen. So, das heißt, wir fangen hier vom Verlauf an bei 2,85 zu 1 und kommen hier bei 2,175 raus. Das ist in etwa 30% Progression. Wir werden noch eine zweite Dämpferposition machen für weniger Progression, damit man zum Beispiel konventionelle Luftdämpfer mit weniger Volumen fahren kann. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr versteht, warum wir denken, dass das Fahrrad so gut wird. Und wir sehen uns nächste Mal. Nächste Mal gucken wir uns dann die finalen Konstruktionsschritte bis hin zum fertigen 3D-Modell an. Und dann geht es schon los mit Produktion. Stay tuned und hier unten gerne abonniert uns, falls ihr es nicht schon getan habt und empfehlt uns weiter. Wir hoffen, ihr habt Spaß bei der ganzen Sache.
Bis bald.